Hallihallo, mal wieder zum 24. Mal schon, eieiei, beim Videochat von Think Big und ich begrüße meine Gäste. Sagt doch bitte alle mal Hallo. Erstmal der Axel Hallo. und der Alexander Hallo. und der Sebastian. Und wer ist da noch? Hi. Hi, ich bin Gabriel. Hey, das sieht sau cool aus, wie ihr hier gemeinsam den gleichen Kopfhörer drin habt. Das scheint auch gut zu gehen. Man kann euch gut verstehen. Sehr schön. Wie so siamesische Zwillinge. Und das Thema, das wir heute haben, ist Logoentwicklung und Gestaltung. Und dafür haben wir uns mal was ganz anderes ausgedacht als sonst so, dass wir nicht einfach ein Projekt beraten, das wir noch dabei haben und das praktisch auch aus eigener Erfahrung erzählt, wie das denn bei Ihnen bei Think Big bisher so gelaufen ist und so weiter, sondern dass wir einfach direkt aktiv werden im Videochat. Das heißt, es geht um Logoentwicklung und Gestaltung und wir werden ein Logo entwickeln und gestalten. Und zwar haben wir dafür den Axel, der ein sehr erfahrener Gestalter ist, mit dem ich schon oft das Glück hatte zu arbeiten. Und wir eben ein Projekt gefunden haben, das da Lust drauf hat. Und bevor wir damit loslegen, sage ich noch zwei Worte zum Videochat an sich. Der Videochat findet ungefähr einmal im Monat statt. Und wir überlegen uns immer irgendein spannendes Thema, das insbesondere auch gerade für Think Big-Projekte relevant sein kann. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns kontaktiert und sagt, ey, wir würden gerne irgendwie was Technisches wissen zu diesem digitalen Thema. Wir hatten schon alles Mögliche von WordPress über alles Mögliche. Nächstes Mal in genau einem Monat haben wir zum Beispiel das Thema Livestreaming. Das heißt, das, was wir gerade hier machen. Und da ist dann auch der Matthias Kamps wieder am Start. Und ihr könnt Einfluss nehmen auf den Videochat, indem ihr zum Beispiel über WhatsApp oder einfach über die Kommentarfunktion auf der Seite selber, auf der Videochat-Seite oder bei der Facebook-Seite einen Kommentar schreibt und dann werden wir versuchen, darauf einzugehen. Macht das einfach, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten quatschen wir einfach munter drauf los hier. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu praktisch digitalen Themen bei Think Big ist ein Programm von Telefonica unterstützt praktisch von DKHS und so weiter. Und also wenn ihr praktisch Unterstützung braucht bei einem digitalen Projekt und irgendwas Cooles machen wollt, dann beantragt was bei Think Big. Und wenn ihr da dann digitale Fragen habt, dann kommen wir ins Spiel, nämlich die Digitalwerkstatt. Und wir machen dann auch wieder den Videochat über hoffentlich Themen, die ihr ganz interessant findet. Und jetzt legen wir los. Und zwar, Axel, wofür braucht man eigentlich ein Logo? Ja, wofür braucht man ein Logo? Es geht um Kommunikation nach außen. Also wenn ein Projekt irgendwelche Medien wie Flyer oder eine Website braucht, dann braucht es meistens noch ein Logo dazu als Absender. Das ist sowas wie eine Unterschrift, die man drunter setzt auf eine Postkarte, so dass man weiß, von wem die überhaupt kommt. Und bei einer Postkarte weiß man ja, den kennt man schon, da hat man Gesicht dazu, zu dem Namen. Und da ist ein Name da. Deshalb funktioniert es da ganz gut beim Projekt, wenn es gerade ein bisschen komplexer ist und noch mehrere Personen dahinter stehen oder auch die Ideen noch mit rüberkommen sollen. Da ist dann Logo total hilfreich, damit die Leute das einordnen können und sagen, ah, das sind die mit dem roten Logo oder was auch immer das Logo dann wiedererkennbar macht. Und das heißt insbesondere jetzt auch gerade für ThinkBig-Projekte, was kann man da empfehlen? Wie wichtig ist ein Logo bei praktisch der Kommunikation eines Projektes? Ich denke, dass ein Logo relativ einfach ist, das einfach mal zu machen, dass man auch direkt das benutzen kann als Absender, um die Idee auch darunter einzufassen. Also ich würde ein Logo oft als wie ein leeres Gefäß bezeichnen, das man schafft, das man dann befüllen kann mit den verschiedenen Ideen oder Emotionen und Erlebnissen, die dann damit drin hängen. Das funktioniert dann genauso wie ein Gesicht bei einer Person, dass man das dann mit bestimmten Erlebnissen dann verbindet, die man dann über die Person kennt. Und es ist so, dass was eben diesmal sehr, sehr spannend ist, dass wir dich einfach hier dabei haben und eben auch ein Projekt am Start haben und wir die direkt beraten können. Und wir
die Überlegung hatten, dass wir einfach mal diesen Prozess, den du als als Logo-Gestalter praktisch immer wieder durchläufst, dass du praktisch die Projekte anschaust und die zu dir kommen und dann dir überlegst, was für ein Logo könnte für die denn relevant sein, wie könnten die nach außen gut kommunizieren und dass wir diesen Prozess, den du praktisch durchgehst mit Projekten und Projektmachern, einfach live im Internet machen. Und das war das, was wir jetzt eben auch vorhatten zu tun und bevor wir das tun, fände ich schön, dass einfach der Sebastian bzw. der Alexander einfach mal ganz kurz sagen, was für ein Projekt sie eigentlich machen. Am besten macht es kurz mal der Gabriel, der ist der Projektleiter dann direkt. Das passt dann euch am besten. Ja, soll ich das dann kurz erzählen? Schieß los. Alles klar. Also wir... Ich weiß nicht, ihr kennt Enactus, die Organisation, soll ich die kurz nochmal vorher erklären? Oder? Wenn du ein Wort dazu sagst. Okay, oder drei. Also und zwar, wir sind ja Studenten, wir sind von der studentischen Initiative, wir setzen sozialunternehmerische Projekte um, das heißt, wir haben soziale Projekte, die aber mit einem unternehmerischen Ansatz durchgeführt werden und unser Projekt Back on Track hat sich zum Ziel gemacht, ehemaligen Strafgefangenen den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Das ist sehr häufig sehr problematisch für die, was zu Rückfallquoten von bis zu 50% führt. Und wir haben uns gedacht, wie verschaffen wir diesen Ex-Häftlingen am besten Arbeitsstellen und haben das Ganze dann mit einem innovativen Gastronomiekonzept verbunden. Das nennt sich Foodtruck. Ich denke, die meisten kennen es. Ein Foodtruck ist im Prinzip wie ein mobiler Imbisswagen, nur eben mit deutlich hochwertigerem Essen. Und wir werden eben veganes Essen in unserem Foodtruck anbieten. Und genau, soweit erstmal unser Projekt. Okay, und dann schießt du doch einfach mal los. Axel, du hast die Bühne. Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn ein Projekt zu dir kommt und sagt, hey, wir wollen, wir haben ein cooles Projekt, wir wollen da diese Sache machen mit diesem Foodtruck. Wie gehst du daran? Was sind die Fragen, die du ihnen stellst? Wie ist der Prozess? Als allererstes würde ich mir mal Gedanken machen dazu, wie Foodtrucks generell aussehen müssen oder je nachdem, wo dieses Projekt dann verortet ist. In dem Fall eben überlege ich, kann ich mit dem Logo schon zeigen, dass es ein Foodtruck ist? Bei bestimmten Branchen funktioniert das sehr gut, bei Banken zum Beispiel. Erkennt man an einem Logo sehr schnell, dass es eine Bank ist, auch wenn man die noch nie gesehen hat. Modemarken funktionieren auch ähnlich. Da gibt es dann bestimmte branchenübliche Grafiken oder Schriften oder Farben, die da verwendet werden, dass man sich da anlehnen kann. Jetzt ist das Thema Foodtruck eigentlich ein recht freies Thema. Also da kann ich mir eigentlich alles vorstellen, dass es gar nicht so einschränkend ist. Dann wäre für mich dann die nächste Frage, so was macht diesen Foodtruck aus? Was sind die Ideen, die dahinter stecken? Was macht diesen Foodtruck besonders, dass man das auch in einem Logo dann widerspiegeln kann? Und dass das die Grundlagen sind und Entscheidungskriterien, um entsprechende Grafik auszuwählen. Und da haben wir uns vorher schon mal abgestimmt. Das kann ich vielleicht auch gerade mal hier über den Bildschirm zeigen, dass wir Eigenschaften gesucht haben, die auf das Back-on-Track-Projekt zugreifen. Und zwar sind wir dann darauf gekommen, dass das Projekt einmal sozial ist und diese Verbindung auch zu der JVA hat und mit den Ex-Häftlingen die mit reinbringt. Dann das Vegane ist natürlich auch ein Thema, dass man da auch überlegen kann, gibt es da grafischen Ausdruck, dass man das dort drin verorten kann. Hochwertig soll es sein, das ist auch immer wichtig für die Grafik, weil es da bestimmte Schriften und Farbkombinationen gibt, die einfach hochwertiger und teurer wirken als andere. Alternativ soll es sein, gesund, vielfältig, weil verschiedene Gerichte gekocht werden. Mobil und spontan sind auch noch so Dinge, die jetzt speziell auf den Foodtruck zutreffen, dass man das auch in einer Art von Logo oder vielleicht im Konzept nochmal aufgreifen kann. Auf jeden Fall sind das jetzt schon mal Eigenschaften, die man im Hinterkopf dann hat, damit man hinterher auswählen kann, passt dazu oder passt nicht dazu. Dann als nächstes würde ich vielleicht erstmal anfangen, eine Schrift zu suchen. Das ist in den meisten Fällen so ein Ausgangspunkt, sich zu überlegen,
Welche Schrift könnte jetzt dazu passen? Also ich überlege jetzt auch im Moment, ob es vielleicht was Handwerkliches sein könnte, das dann, also sowas wie eine Handschrift, weil das einfach dann einmal zu dem Alternativen passt, aber auch zu dem Essen selber machen, dass das so dieses Handgemachte hat, auch als Attribut, was für hochwertiges Essen steht. Oder dass man es an bestimmten Stellen einbringt. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Karte da schreiben möchte, die Speisekarte, dass man das immer handschriftlich macht. Das, denke ich, wäre da wichtig. Und dann wird es auch so ein Gesamtsystem. Dass es vielleicht nicht nur um das Logo geht, sondern dass man sich überlegt, auch welche Schrift setze ich an und welche Farben, die man woanders dann auch verwenden kann. Gibt es dann sowas wie Speisekarten oder irgendwelche anderen Dinge, die dann an diesem Foodtruck dran sind. Und dieses ganze Fahrzeug an sich kriegt vielleicht auch eine Farbe, die dann durch eine Logofarbe auch ergänzt wird. Jetzt als allererstes fällt mir vielleicht noch ein, dass dieses Thema Gefängnis das einzigartig macht. Dass es da um Integration gibt, in diesen Leuten einen Arbeitsplatz zu geben. Das ist was euch zu allen anderen Foodtrucks unterscheidet. Ich denke, dass es recht viele vegane Foodtrucks gibt, die hochwertiges, gesundes Essen anbieten und eine Abwechslung drin haben. Aber es gibt wahrscheinlich nur einen Foodtruck, der da Ex-Häftlinge beschäftigt. Darf ich da vielleicht kurz was zu sagen? Ja. Und zwar haben wir tatsächlich, wir haben Marktforschung durchgeführt und da festgestellt, dass wir diesen Aspekt der JVA da zwar nicht verheimlichen, aber auch nicht als Zugpferd des Projekts machen wollen, sondern wir wollen primär wir wollen die auch entstigmatisieren und deswegen soll das ganze Projekt eben nicht primär kommuniziert werden als soziales Projekt, sondern primär als gutes Essen und der soziale Aspekt ist dann eben auch dabei. Okay, das ist auch eine interessante strategische Überlegung, dass es nicht abschreckt auch oder dass es auf Augenhöhe mit den Leuten dann ist, die da drin sind, weil das ja, was du sagst, das Stigmatisierende da dran wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt ist. Das ist vielleicht schade, weil dadurch hättet ihr halt ein Alleinstellungsmerkmal, das man rausarbeiten könnte. Dass es dann wirklich auch ein sehr besonderer Foodtruck wird, was für mich jetzt persönlich wahrscheinlich auch ein Kriterium wäre, da mal hinzugehen und das Essen da zu kaufen. Aber vielleicht ist es auch so, dass es eher die Laufkundschaft ist, wenn jetzt da bei irgendwelchen Festivals oder anderen Orten steht, dass es vielleicht gar nicht das Argument ist, dass Leute dort das Essen konsumieren. Das heißt, ich glaube tatsächlich, wo der Foodtruck nachher in Aktion sein wird, gibt es auch gar keine so Konkurrenz im Sinne von anderen Foodtrucks. Also das heißt, der Foodtruck an sich wäre schon die Attraktion, glaube ich, hier in der Umgebung. Genau, also wir sind ja hier in Mannheim und da ist nicht ganz so viel mit trendigem Essen. Zumindest nicht in Foodtruck-Form. Richtig. Gut. Ich würde dann auch davon ausgehen, dass dieses Fahrzeug an sich wahrscheinlich sehr viel hermachen sollte, dass das schon mal ein Hingucker wird. Genau, wir wollen das mit Street Art einsprühen. Ja. Ja. Ich finde Street Art immer cool. Ja, genau, ich auch. Stell den Grafiker jetzt vor die große Herausforderung, dass man es mit Street Art kombinieren soll. Also, dass es für mich jetzt die Frage ist, wird das Logo ein Teil dann davon, dass man es auch dann, dass man den Foodtruck entsprechend brandet und da ein Logo mit drauf macht, das dann grafisch eigentlich in Konkurrenz auch steht zu der Street Art, oder ist das dann so, dass ihr sagt, das braucht es vielleicht gar nicht in dem Fall? Dass es sowas ist wie der Eisverkäufer, der braucht auch kein Logo, wenn der mit seiner Glocke klingelt und die Leute sehen, aha, das ist der Eisverkäufer, ist egal, wie der heißt oder was für ein Logo der hätte. Also ich glaube, also das haben wir nicht abschließend geklärt, aber ich denke, was Sinn macht, ist, also der sollte schon gebrandet sein. Das Street Art heißt jetzt nicht unbedingt, dass das wahnsinnig verspielt sein wird, sondern es soll halt irgendwie, das soll schon noch auf eine Art nüchtern sein, aber halt cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie eine komplette 3D, dreidimensionale Geschichte an den Fakt spielen wollen. Okay. Was schon mal schön ist an dem Street Art, ist, dass das Handwerkliche aufgegriffen wird, also dieses händisch Gemachte, wenn es besprayt wird oder gemalt mit irgendwelchen Stiften oder Pinseln, dann hat das sehr viel von diesem mit der Hand machen und von dem Kreativen, das da mit drin steckt, auch in dem Kochen. Dann brauchen wir das vielleicht im Logo auch gar nicht mehr so stark aufgreifen und können in dem Logo dann uns auf die anderen Sachen konzentrieren.
Dann würde ich jetzt mal anfangen, nach Schriften zu gucken oder auch euch erstmal ein Gefühl dafür zu geben, nach was ich da suche und die Schriften auswählen. Seht ihr da meinen Browser schon? Ja. 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 Diese Type Foundries nennen die sich, die die Schriften verlegen. Wie heißt denn die Webseite dazu? Zeige jetzt mal verschiedene Websites und benenne die auch kurz nochmal dazu, dass man das noch auch wiederfinden kann. Ich zeige euch jetzt erstmal eine typische Type Foundry, das ist wie ein Verlag, die Schriften verlegen und herausbringen. In dem Fall ist das eine neuseeländische, der Klim heißt der, klim.co.nz. Das ist so einfach typisch aufgebaut, dass man jetzt mal sehen kann, wie die funktionieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier eine von den Schriften, die der hier anbietet, auswähle, dann lädt das mir die hier jetzt erstmal in den Browser. Und dann sehe ich da schon mal so ein paar Eindrücke auch von verschiedenen Schriftschnitten, nennen die sich, also kursive oder fette, die unterschiedlich hier gezeichnet sind. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, eigentlich immer sich ein PDF anzuschauen, damit man da Druckbeispiele auch mal hat. Das hier die ganze Familie. Das in dem Fall ist das was, das sehr elegant ist, vielleicht auch ein paar feminine Attribute hat, was ich mir jetzt für so ein Edelrestaurant auch vorstellen könnte als Schrift, aber jetzt wahrscheinlich nicht für einen Foodtruck. Aber ich bekomme hier dann diese Muster, kann die mal ausdrucken und die auch mal nebeneinander legen, dass ich solche Sachen vergleichen kann, wie die nebeneinander wirken. Jetzt komme ich gleich mal irgendwo an Stellen, wo noch mal ein Text ist, ein Fließtext. Das ist auch immer ganz interessant, sich Schriften danach anzuschauen, ob man die auch gut lesen kann, wenn die in einem Textabsatz drinstehen. Dass man die für beides auch verwenden kann, das ist immer ganz praktisch, also es muss nicht sein, aber es ist sehr hilfreich, wenn ich eine Logoschrift habe, die ich auch gleichzeitig für einen Text benutzen kann. Und das ist beides, einmal so Details anschauen von Schriften, aber auch die Möglichkeiten, Text mal mitzuschreiben. Hätten wir jetzt hier, da sieht man, dass es, wenn man die Details nicht so groß hat, dann auch ganz gut als Lesetext hier funktioniert. Bei solchen Type Foundries kosten die Schriften meistens was, dass da eine Schrift so zwischen 20 und 60 Euro etwa kostet. Es gibt aber auch kostenfreie Schriften, zum Beispiel Google Fonts ist relativ bekannt. Da gibt es allerdings jetzt nicht so viele Schriften, die sehr hochwertig sind, also die sehr gut gestaltet sind. Dafür sind die aber umsonst. Wenn man da was findet, was einfach vom Stil gut dazu passt, kann man das sich sicher auch ganz gut bedienen. Hat auch den Vorteil, dass man die auf einer Website ganz gut einbinden kann. Dann gibt es so große Schriftenshops wie myfonts.com. Da gibt es hier auch kostenfreie, und zwar kann man hier oben auch suchen nach Free Fonts. Da ist es natürlich nur schwer, weil die Frage ist, was gibt man dann ein? Weil so Eigenschaften wie jetzt modern, so, das steht auf dem Namen nicht mit drin, aber man könnte es mal probieren, was da rauskommt, wenn man jetzt mal modern hier eingibt. Was da an Schriften kommen. Und jetzt lädt er noch hier. Ah, da bringt er hier schon eine Handschrift. Ein paar Handschriften, ein paar geradlinige hat er hier wahrscheinlich auch noch. Da sieht man auch schon jetzt, das ist was, was Richtung Essen geht, was schon ganz gut vielleicht passen könnte. Hier die St. Elias-Schrift. Ja, das ist jetzt zum Beispiel was ihr euch da vorstellen könnt, oder wäre euch das jetzt vielleicht auch zu lieblich? Nee, das ist ganz schön. Ich finde es auch eigentlich eher schick, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen, wie sagt man, ja, vielleicht ein Tick feminin, aber eigentlich finde ich schön. Ja, also gerade wenn man da dieses Assets da an der, da steht ein Wort auf der rechten Seite, Assets, das sieht, finde ich, ganz, das ist ein bisschen fetter. Ja. Genau. Also da in oberen, die sind eigentlich auch, die kann man dann wahrscheinlich ein bisschen schlecht lesen, weil der Name eher wichtig ist bei euch, dass man den gut lesen kann. Die schaut auch ganz interessant aus, ist aber vielleicht ein bisschen zu rough, so von der Art her zu grob. Ich finde es auch ganz gut, wenn es so eine leichte Struktur hat. Also das finde ich passt auch gut zu diesem Foodtruck-Ding, so ein bisschen ja. Auch eben Street Art, so dass es so ein bisschen so leicht gelebt aussieht, also nicht so ganz so steril vielleicht. Mhm. Da hat jetzt hier eine weiß ich.
diese Sucrose hier, die wir hier haben, die hat dieses Rohr auch mit drin. Mhm. Die ist natürlich jetzt viel härter. Es sind auch anscheinend nur Großbuchstaben, die da drin sind. Würde jetzt für eine Logoschrift funktionieren, für Fließtexte nicht. Die müsste man mit was anderem kombinieren. Aber das wäre vielleicht was, was einfach ein bisschen kräftiger daherkommt, als die erste, die wir angeschaut haben. Ja, wie findet ihr die im Vergleich? Die finde ich auch gut. Also die hat, also zum Beispiel für einen Truck, der Burger verkauft, finde ich die sehr cool. Genau, dachte ich auch gerade schon dran, an so Steaks oder sowas. Ja, kommt dann vielleicht darauf an, wie man die einsetzt, auch in Farbkombination. Vegane Steaks. Könnten wir vielleicht auch beide einfach mal runterladen und mal gucken. Welche gibt es jetzt hier umsonst von denen? Das sind wahrscheinlich nur manche. Also ich glaube auch, dass eigentlich vielleicht sowas etwas Feminineres gar nicht mal so schlecht ist, gerade beim Thema vegan, weil es ja auch für was Leichtes, was Frisches, was Gesundes steht. Ich glaube, das könnte schon auch ganz gut passen, wenn es so eine Mischung ist aus etwas Femininem und dann vielleicht noch so ein bisschen, dass man diese Roughness, sage ich mal, noch ein bisschen drin hat. Also es soll, dass das Essen vegan ist, ist ja eigentlich, das soll geiles Essen primär sein und nicht unbedingt primär vegan. Und da finde ich so ein bisschen rough auch nicht schlecht. Aber wir können ja mal gucken. Was ist eigentlich mit ganz normalen Word-Schriftarten? Da würde ich fast eher abraten, weil das meistens solche Standardschriftarten sind, die recht neutral sind von der Art her, sowas wie eine Arial. Das findet man zwar öfters mal bei Firmenschriften, nur meistens ist es relativ schwer, mit denen zu arbeiten und da auch was Eigenes mit reinzubringen, also so ein Wiedererkennungswert. Okay. Aber man könnte überlegen, ob man so eine Schrift als Kombinationsschrift nimmt. Gerade wenn ich mir sowas anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass sowas wie eine Courier, so eine Typewriter-Schrift, Schreibmaschinenschrift vielleicht auch dazu passen kann, um dieses Alternative herauszuarbeiten. Mhm. Also ich habe jetzt hier, sehe ich gerade, sind nur umsonst diese ganz dünnen Linien. Schaue ich gerade mal, ob es bei der anderen Schrift, die wir noch ausgewählt hatten, ob es da gerade einen kostenfreien Schnitt gibt. Sonst wäre jetzt sowas was wie 16 Euro wahrscheinlich auch eine Option, das zu investieren, wenn man da denkt, das lohnt sich bei der Schrift, das mal auszuprobieren. Schauen, welches hier was ist. Ne, ah, okay, bieten die so Demo-Schriften an. Also das wären jetzt Schriften, die wahrscheinlich alle um 15 Euro kosten würden. Jetzt suchen wir mal vielleicht ein bisschen weiter, ob wir gerade was finden, was vielleicht auch einfach ist, um anzuwenden. Jetzt schaue ich gerade bei Smeltery, das ist ein französisches Studio, die Schriften gestalten. Die haben auch einige, die umsonst sind, die auch sehr, sehr speziell sind von der Art. Ich dachte, dass vielleicht so eine hier, die Killerism, die hat einen sehr eigenen Charakter, sowas kann ich mir auch dafür gut vorstellen, weil die so ein paar elegante Sachen hat, wie bei diesem S hier drin, dass das durchaus was Hochwertiges sein könnte und gleichzeitig aber was auch Grobes, Improvisiertes hat, dieses Spontane könnte auch ganz gut rauskommen, glaube ich. Weil wenn ich das I, das hat schon diese Art von Typewriter-Schrift auch noch mit drin. Wäre das was ihr euch da auch vorstellen könntet? Also ich fand, wir haben eben schon mal zwei Schriften gesehen, die irgendwie besser gepasst haben. Mhm. Dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen weiter, weil die hätten wir jetzt alle kaufen müssen. Und die habe ich gerade nicht auf meinem Rechner. Mhm. Ist jetzt mit so einer, die ist ja auch sowas handgemacht ist. Das finde ich eigentlich ganz cool, ja. Ist das so? Also ich muss persönlich sagen, dass die erste mir am besten gefallen hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt von den letzten beiden auswähle, dann finde ich die jetzt auch besser als die du kurz davor gezeigt hast. Ich installiere die jetzt hier einfach mal. Ich habe noch so eine Skriptschrift, wie die erste, habe ich auch bei mir installiert. Mit der können wir auch mal ausprobieren, was dabei rauskommt. Wenn es dann wirklich relevant ist, könntet ihr auch selber dann euch so eine Schrift holen dafür und das damit machen. Ja. Da wäre jetzt noch sowas, was in so eine Richtung geht. Wie findet ihr die? Also ich finde es jetzt gerade nicht ganz so passend. Vielleicht ein bisschen. Aber ich habe auch, glaube ich, die wenigste Ahnung von allen, aber. Damit wir hier jetzt noch an weitere Punkte kommen, würde ich euch bitten, einfach mal für eine zu entscheiden, damit wir mal an dem Schritt weitermachen können. Ob es dann genau eure finale Schrift wird, sei dahingestellt. Welche ist denn euer bisheriger Favorit? Könnt ihr euch da auf eine einigen?
Also die vorletzte war, fand ich jetzt aus diesem, von dieser Website die beste. Ich weiß, wie war das? Ja, von der hier. Jetzt schaue ich gerade mal vielleicht noch bei einer anderen Foundry recht schnell, dass wir, ob wir da noch so eine finden, die so von der Art her in die Richtung geht. Das haben wir vielleicht zum Beispiel gleich die hier, das ist der Font. Die haben meistens recht schnell gemachte Schriften, die ziemlich grob sind und sehr speziell. Zum Beispiel jetzt die geht in so eine Richtung hier. Ja, die finde ich auch ganz cool. Der ist auf jeden Fall viel von diesem Handgemachten. Würde ich mal sagen, probieren wir die auf jeden Fall mal aus und laden die mal runter. Ich glaube, also ich habe davon auch schon öfters mal benutzt, da gibt es ja auch diese Kategorie, glaube ich, das habe ich jetzt auch gerade gesehen, Eroded. Ich glaube, wenn man da mal guckt, da waren eben auch die mit der, wo so ein bisschen Struktur dabei ist. Ja, da hätte ich eigentlich fast insgesamt nur ein bisschen Bedenken, dass es dann zu grob wird. Also dafür, dass dieses Gesunde und Hochwertige auch noch rauskommt, dass es dann sehr punkig von der Art her wird. Und das passt vielleicht ein bisschen zu dem JVA-Thema auch dazu. Nur glaube ich, dass es, auch wenn ihr da gerade mit StreetArt drauf geht, dass es vielleicht im Logo diese anderen Aspekte wie dieses gesunde, alternative, vegane auch ein bisschen dran spielen könnte. Aber sonst könnte man auch wahrscheinlich sowas auch ganz gut dran nehmen. Ich glaube, insgesamt muss es einfach ein stimmiges Ding geben, was sich gut ergänzt. Das geht vielleicht auch noch in die Richtung, die hier. Ja, das ist auch cool. Das ist auf jeden Fall schön gemalt, oder? Dann installiere ich mir die zwei gerade mal. Und dann probieren wir gleich mal mit aus. Das ist der Moment, wo ihr nochmal die Möglichkeit habt, gleich nochmal kurz was zu eurem Projekt zu sagen, während ich davor nochmal kurz erwähne hier, ihr könnt uns natürlich jederzeit Fragen per WhatsApp schicken unter dieser Nummer, die natürlich auch auf der Digitalwerkstatt-Seite eingeblendet ist. Wenn ihr einfach bei Google Think Big Digitalwerkstatt sucht, dann findet ihr uns und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir euch unterstützen können. Zum einen eben zu Coaching mit solchen Videochats oder auch anderen App-Hinweise und so weiter, die wir aufbereitet haben für euch und zudem auch inzwischen neu mit dem Technikpool, wo man praktisch Technik kostenlos, wie zum Beispiel iPads oder andere Sachen, sich leihen kann, wenn man eben auch ein Think-Projekt macht. Schaut da gerne mal rein, guckt mal, was es da so gibt und ich gebe zurück an Axel. Genau, jetzt wechsle ich einfach mal in Illustrator, weil ich mich mit auskenne. Es gibt auch kostenlose Alternativen, auf die wir später noch eingehen, da zeigt der Uli auch noch eine App dazu. Und ich fange jetzt erstmal an, mit dieser Schrift einfach mal diesen Schriftzug zu setzen oder auch mal mehrere auszuprobieren. Und zwar mal hier das Back on Track. Ich mache das erstmal schön groß, dass man es auch sehen kann. Das ist jetzt hier in meiner Standardschrift. Jetzt nehmen wir mal die Black Owl, war das, glaube ich, die wir zum Schluss ausgewählt haben. Und da probiere ich dann meistens einfach ein bisschen rum, wie ich die setzen kann. Ja, komme ich auf können wir es mal zentriert setzen, damit es ein bisschen blockiger wird. Das ist jetzt schon sehr, sehr grob. Also da denke ich jetzt wahrscheinlich auch erst an den Burger-Grill, das Ding. Das ist doch was, haben darf, was ein bisschen stärker in diese Bio-Richtung geht. Nehmen wir an, ihr verkauft nur Bio-Lebensmittel da, oder? Wo geht das vegan? Ja, also auf jeden Fall regional und es ist schon, ja, auf jeden Fall in die Richtung. Ich schaue gerade mal, wie die andere hieß, die wir da installiert haben. Das war dieses Love Moment. In welchem Programm arbeitest du jetzt gerade? Jetzt bin ich gerade in Illustrator. Mhm. Was so das Standardprogramm ist, um Logos zu machen, würde ich sagen. Ich arbeite auch gerne mal in InDesign, aber das ist nur für Schrift eigentlich gut. Wenn man da wirklich Buchstabenformen auch verändern will, kann man das hier gut machen. So, jetzt haben wir hier was, das ist für mich fast so ein Surf-Look. Passt zu diesem Alternativen, kann ich mir für das Vegane auch ganz gut vorstellen. Das ist vom Stil her passende.
Ich überlege gerade, ob es ein bisschen schwer zu lesen ist, aber ich denke, das wird gerade so gehen. Vielleicht, wenn man das B und das T noch groß macht, wird es ein bisschen eindeutiger. Da schaut es sogar fast aus wie ein großes T. Dadurch, dass es halt im Englischen klein geschrieben ist, würde ich es jetzt wahrscheinlich bei so einem Schriftzug auch eher klein schreiben. Also T macht sich schon gut, das ist eine super Idee. Ich probiere jetzt auch bewusst in Schwarz-Weiß aus, weil hier die Kontraste am besten sind. Farbe würde ich dann im nächsten Schritt erst ausprobieren, wenn man sich da sicher ist, welche Form das braucht. Hier hat man jetzt den Vorteil auch, dass die einfach sehr gut zusammenpassen, dass dieses On ziemlich gut drin steht, während dieses A ein bisschen höher ist und das C auch höher geht. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der Schriftzug gut funktioniert dazu. Hm. Schon so ein. Jetzt haben wir hier vielleicht noch ein bisschen das Problem, was man öfters mal sieht bei solchen handschriftlichen angelehnten Schriften, dass die zweimal dieses gleiche CK hinten hat. Das wäre was, wo ich wahrscheinlich nachträglich noch ein bisschen rumbasteln würde, damit nicht dieser gleiche Schwung zweimal hinten dran ist, weil das eine recht starke Wiederholung ist, was jetzt bei einer Handschrift nie der Fall wäre, dass das genau exakt gleich aufhört. Und wie bastelt man da rum? Einfach mit Photoshop ist der noch nachträglich oder kann man das direkt an der Schrift dann... Das wird mir jetzt in Illustrator machen. Ich kann das jetzt hier gerade mal auch machen. Wenn ich das in Vektoren umwandle, diese Schriftzug, ach, sie. Dann kann ich da solche einzelnen Punkte hier so anpacken und das zum Beispiel hier an der Stelle mal reduzieren und unten lassen. Das ist vielleicht auch noch ein kleines bisschen zu viel hier. In Photoshop wäre es schwierig, weil dann wechselt man automatisch in Pixel und dann kann man es schon nicht mehr gut für den Druck verwenden. Wenn man damit seinen Filtern rumbastelt. Jetzt verlieren wir uns hier schon im Detail. So. Was jetzt vielleicht nochmal, ich würde jetzt mal den mal beiseite tun, aber was man jetzt nochmal ausprobieren könnte, wäre, wie das ist, wenn man ein Logo nehmen würde, das ein bisschen neutraler ist, in einer neutraleren Schrift. Damit man vielleicht das Handwerkliche woanders spielt. Ob es da Möglichkeiten gibt, die vielleicht interessant sind. Kann man auch mal probieren, wie es in Großbuchstaben aussieht. Mal eine enger laufende Schrift mal hier ausprobieren. Würde man dann auch, wenn man sozusagen, ich sag mal, so ein Symbol oder sowas designt, würde man es dann auch an der Schrift ausrichten oder könnte das dann wiederum auch so ein Kontrast zur Schrift sein? Oder, weil zum Beispiel, also ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass man zum Beispiel erst sich irgendein Symbol überlegt und dann auch die Schrift daran anpasst. Oder ist es dann so ein Prozess, dass man praktisch beides dann auch nochmal parallel macht? Oder wie geht es vonstatten? Oder ist es auch so, dass man zum Beispiel nur die Schrift als Logo nimmt und gar keinen Symbol oder sowas designt? Das ist eine super Frage. Jetzt hier, weil wir recht knapp in der Zeit sind, haben wir jetzt gesagt, wollen wir jetzt einfach nur mal eine Wortmarke gestalten. Mhm. Und das würde ich auch den meisten Projekten anfangs mal empfehlen, dass die sich mal konzentrieren auf eine Wortmarke oder eine Schriftkombination, was für den Anfang meistens ganz gut funktioniert. Und das kann man dann hinterher ganz gut noch mit einem Bildzeichen dann zu einem Symbol noch ergänzen, wenn man es wirklich braucht. Aber da ist dann auch die Frage, wie kriegt man das hin, dass der Stil ganz gut zusammenpasst. Mhm. Also jetzt hätten wir bei dem oberen hier, hätten wir eine Sache, die sich mit vielen Sachen gut kombinieren lässt wahrscheinlich. Dürfte vielleicht nicht zu verschnörkelt sein, dann als Zeichen dazu. Bei dem unteren bräuchte man wahrscheinlich so eine Art ähnlichen Pinselstrich, aber ansonsten wäre das dann total schwer, auch mit einem Bildzeichen dann zu kombinieren. Aber das hätte für mich so viel Eigencharakter, gerade auch wenn ihr so viel Street Art noch mit drauf macht, dass ich glaube, dass da die Bildwelt entstehen kann. Das, was die Künstler dann auf den Foodtruck drauf machen. Und dass dann das Logo bei euch ziemlich sicher als reine Wortmarke ganz gut funktionieren würde, als nur ein Textlogo. In dem Fall hätten wir auch einen schönen Block. Also das ist einfach insgesamt
was das als Gesamtbild gut funktioniert. Also es hängt gut zusammen, dass man da wie so ein Rechteck hat, dass man jetzt auch bei Facebook zum Beispiel ein kleines, dieses Quadrat gut reinpassen könnte. Und sonst, also ich glaube, dass bei den Bildzeichen kann man relativ viel falsch machen, dass man da versucht, zu viel zu erklären damit und dass dann am Ende noch das Falsche rüberkommt, dass da einfach das, was textlich ist, auch dieses Back on Track, ist abstrakt genug. Also das spielt dieses Thema von der Integration wieder und ist eigentlich sehr aussagekräftig. Wenn man da jetzt noch ein Bild dazu macht, ist die Frage, was braucht es dann für ein Bild, das dann da entspricht. Und da würde ich jetzt meistens auch nicht empfehlen, wenn ich einen Foodtruck habe, dann nochmal einen Foodtruck als Logo zu machen, weil das einfach dann so ein doppeltes Ding ist, dass dann der Foodtruck im Logo wahrscheinlich wieder anders aussieht als der Foodtruck selber. Wenn ihr dann einen Foodtruck wechselt, dann müsstet ihr dann auch das Logo wieder wechseln, wenn es dem dann nicht entspricht. Und ist oft einfach zu konkret, was also sehr offensichtlich ist, dass dieses Fahrzeug dann in den meisten Fällen ja vorhanden ist, wenn ihr das Logo auch mitspielt. Oder dass man es auf dem Foto noch zeigen könnte. Ist auch praktisch, dass man es schneller wieder verändern kann. Also wäre auch ganz untypisch bei großen Marken, wie jetzt ein Autohersteller, würde nie ein Auto als Logo machen. Hm. Okay. Dann würde ich sagen, habt ihr da jetzt gerade noch Fragen? Für mich ist jetzt dieses untere, hat eigentlich einen schönen Charakter, funktioniert als Schriftzug ganz gut. So auf die Schnelle wäre ich da schon recht zufrieden damit. Sollen wir damit mal weiterarbeiten oder sagt ihr, würdet gerne noch was anderes ausprobieren hier? Nö, arbeiten wir gerne weiter damit. Ja. Und Axel, bevor du weitermachst, erklär mal, was wären jetzt so die nächsten Schritte so im Groben, weil wir sind schon relativ lange in der Zeit. Als nächstes würde ich jetzt noch überlegen, ob es eine Farbe braucht. Da könnten wir jetzt schauen, was ist jetzt vielleicht hochwertig oder was passt in diese Richtung vegan vielleicht auch und gesund. Ob man da wirklich was Grünes nimmt oder was Einfaches damit reinbringt. Man könnte auch noch überlegen, was es sonst noch braucht überhaupt. Braucht es noch Symbole dafür oder welche Schrift kann ich jetzt kombinieren damit, die ganz gut dazu passt und vielleicht noch einen Aspekt mit reinbringt, der jetzt hier noch gar nicht drin ist, den ich in diesen Kriterien, die ich da habe als Eigenschaften, noch mit aufgreifen kann. Und wenn du dann praktisch noch eine Farbe ausgewählt hast, was wäre der nächste Schritt? Da würde ich dann eben Kombinationen suchen, dass ich sage, was brauche ich noch für eine Textschrift dazu, dadurch, dass ich in dieser Schrift keine Texte lesen kann, da kann ich allenfalls Überschriften noch setzen damit. Das heißt, da muss ich ein bisschen rumprobieren, welche Schrift vom Stil einen ganz guten Kontrast dazu findet. Da hatte ich vorhin mal die Idee, sowas wie eine Courier New einzusetzen, so eine Typewriter-Schrift, aber es könnte auch durchaus eine Schrift sein wie eine Arial als Kombination. Aber vielleicht findet man da auch noch was Schönes, Spezielles. Da lohnt es sich, glaube ich, auch nochmal zu suchen. Wenn man jetzt einen Logo-Schriftzug hätte wie den oberen, dann hätten wir gleichzeitig eine Schrift, die auch gut als Leseschrift funktioniert. Da braucht man da nicht weiter suchen. Und dann würde ich, glaube ich, mal ausprobieren als Abschlussschritt, das einfach mal auf einen Foodtruck drauf zu legen, wie das darauf aussehen würde, um sich das vorstellen zu können, wie das dann in Kombination wirkt, wirklich in der Anwendung. Okay, ich würde jetzt ganz gerne diesen finalen Schritt quasi, der Farbe auszuwählen und dann die anderen Schritte, wir werden es heute nicht mehr schaffen, auf dem Foodtruck drauf zu kleben, denke ich mal, zu überspringen, damit wir einfach noch auf ein, zwei andere Aspekte eingehen können. Ich hoffe, das hat euch schon ein bisschen weitergeholfen und natürlich im Nachhinein könnt ihr ja mit Axel auch nochmal reden. Habt ihr gerade noch irgendwelche Fragen an ihn? Ja, das ist vielleicht eine, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, aber wir hatten ja eben über Farben gesprochen. Und es ist so, wir machen dieses Projekt mit einem Gastronomiepartner. Das heißt, das ist jemand, der hat schon ein Restaurant und erweitert dieses Restaurant durch diesen Foodtruck. Und der hat drei Farben in seinem Logo. Ich weiß nicht, also ich kann das mal versuchen, hier vor dem Bildschirm zu zeigen. Wahrscheinlich kann man das nicht gut erkennen, aber das ist so grün, braun, gelb. Ich finde es gewöhnungsbedürftig. Moment, das ist verspielt. Lecker. Ja, also ich
die Frage, ob man sich da an seinem CI orientiert oder nicht. Oder vielleicht, also idealerweise hast du vielleicht sogar schon Vorschläge, wie man das anders machen kann. Also er ist durchaus offen, dass wir das anders designen als dann seinen eigentlichen Laden. Ich finde, teilweise aus gewissen Aspekten macht es sicherlich Sinn, das irgendwie einheitlich zu gestalten, aber vielleicht hast du eine Idee, welche Farbkombination man da gut nehmen könnte. Also nicht nur für das Logo, sondern dann auch generell für die ganze CI, also Website und so weiter. Ja, also im Moment ist es für mich was, das farbunabhängig auch ganz gut funktioniert, dass ich jetzt mich anfangs vielleicht gar nicht mal so richtig auf eine Farbe festlegen würde, dass man auch vielleicht überlegen könnte, ob sowas Dunkles, wenn man jetzt einen schwarzen Truck hätte, den man weiß bemalt, ob das einfach ein sehr schickes, hochwertiges Ding dann wäre, was schön alternativ auch daherkommt. Eine andere Möglichkeit zu denken wäre, glaube ich, in Richtung Grün zu denken, was jetzt in seinem Logo auch schon drin ist, wobei das bei ihm sehr, so sehr sportliches Grün ist, ob man in so eine Bio-Richtung möchte. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Also das ist, glaube ich, immer so eine Entscheidung, wenn es so sehr abgegriffen ist, wie diese Bio-Schiene, dass man sagt, jetzt gerade nicht so. Und dann könnte es eigentlich auch fast alles andere sein. Okay. Also es könnte von mir aus auch eine knallige Schrift sein, Farbe sein, und wird fast überlegen, ob man den ganzen Foodtruck auffällig in der Farbe dann macht und dann eher mit Weiß oder mit Schwarz mit diesen Grafiken dann drauf geht. Sowohl mit den Street Art als auch mit den Logo-Geschichten und was ihr dann da drauf schreibt. Ja, dann seid ihr sehr flexibel damit, wenn ihr da jetzt nicht zu viel irgendwie Farben noch mit reinbringt und euch zu stark festlegt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der Foodtruck vielleicht schon eine ganz interessante Farbe hat, wenn ihr den kauft und einfach feststellt, hey, da kann man gut mit Weiß drauf gehen und dann aber für die Speisekarte dann die in einer anderen Farbe vielleicht auch druckt oder schreibt. Mhm. Dass jetzt diese Schrift so einen hohen Wiedererkennungswert hat, dass es nicht unbedingt eine Farbe braucht dazu. Ja. Habt ihr gerade sonst noch Fragen? Ja. Das wäre es eigentlich, also von meiner Seite. Also spontan fällt mir jetzt auch nichts ein. Vielleicht auch noch eine Frage von euren anderen Projekten, ob ihr das da eingliedern wollt. Wenn ihr jetzt, ihr habt ja noch mal ein, zwei andere Projekte. Dieses Fluchthelfer-Projekt, wenn ihr da schon Farben habt, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das da anzudocken damit. Also ich glaube, bei uns Enactus intern, da die Projekte schon getrennt behandelt werden, wäre das, glaube ich, nicht so ein Thema, auch weil wir so eigentlich ganz gerne so, sag ich mal, eine bunte Schale an Jellybeans von Logos sozusagen haben, sag ich mal so bildlich gesprochen. Also ist eigentlich ganz cool, wenn wir möglichst viele bunte, unterschiedliche Logos haben. Okay. Okay, dann würde ich jetzt in dem Moment mal die Beratung eures Projektes hiermit beenden und noch ein paar andere technische Sachen eingehen. Also ihr bleibt natürlich weiter dabei und könnt gerne weiteren Fragen stellen, aber ich würde ein bisschen das Thema weiter richten in die Frage. Du hast ja vorhin selber gesagt, du arbeitest mit welchem Programm nochmal vor allem? Mit Illustrator arbeite ich hier für die Logos. Illustrator ist Teil von der Creative Suite von Adobe, mit anderen Worten auch, wenn ich das richtig verstehe, halt nicht ganz günstig, das muss man quasi abonnieren, soweit ich weiß. Genau, also ich glaube, dass das eigentlich alle Profis verwenden in dem Bereich. Das hat sich da sehr durchgesetzt als Monopol. Es gibt natürlich, wie bei den meisten Sachen, auch noch ein paar Open-Source-Alternativen, die kostenfrei sind und ein paar Einschränkungen mitbringen, aber wo man sicher auch die gleiche Qualität an Output dann generieren kann. Also in dem Fall wäre das Inkscape, mit dem man solche Vektorsachen machen kann, dass es umsonst gibt. Also ist Inkscape so eine Art GIMP-Variante oder halt so etwas wie GIMP für Photoshop ist dann Inkscape für das von dir genannte Programm. Genau. Ich weiß nicht, ob die sogar aus dem ähnlichen rauskommen. Und sonst würde ich davon ausgehen, dass man das, was ich jetzt hier gemacht habe, mit dem Schriftzug eigentlich auch genauso gut in jedem Texteditor wie jetzt OpenOffice oder Word auch basteln könnte. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man jetzt eben eher so simpel hält, wie du das auch praktisch empfohlen hast. Wenn ich gar nicht erst anfange, großartig irgendwie rumzuzeichnen, dann komme ich weder in den Punkt, dass ich jetzt unbedingt ein großartig aufwendiges Grafikprogramm brauche, noch habe ich
das Problem, dass ich vielleicht dann doch gar nicht so gut zeichnen kann und es dann irgendwie am Ende nicht ganz so toll aussieht. Und ich werde jetzt euch mal zeigen, was man noch nutzen kann, wenn man so ein großartiger Designer ist wie ich und vielleicht nicht die Möglichkeit hat, Programme zu installieren oder auch sich da lange einzuarbeiten und vielleicht einfach mal gerade zum Brainstorm, ist auch mal ganz interessant sein kann. Und zwar gibt es da die Design-App. Und ich gehe jetzt mal gerade hier auf die Webseite von denen und gebe mal meinen Bildschirm dafür frei. Und zwar ist das hier die Design-App. Ihr seht jetzt hier, was ich hier mache. Wunderbar. Ihr müsst dafür einfach nur auf designapp.io gehen, .io. Dann öffnet sich praktisch so ein Fenster. Man muss sich noch nicht mal irgendwie einloggen. Das macht aber Sinn, wenn man öfter mal kommen will. Das geht aber alles relativ fix. Und momentan ist hier alles noch ganz leer. Und jetzt denke ich mir, ich habe da so ein Foodtruck-Projekt. Hoho. Und zu diesem Foodtruck-Projekt möchte ich jetzt ein Logo machen. Und da könnte ich jetzt entweder praktisch mir einfach schon fertig gemachte Logos holen und die müsste ich aber, soweit ich weiß, auch kaufen. Das, da gehe ich jetzt nicht großartig drauf ein. Dann gibt es hier irgendwie schon vorgemachte Shapes und da gibt es zum Beispiel, habe ich mal eingegeben, hier oben Truck und ich denke mir hier jetzt einfach mal, der Axel, der Axel, dem dreht sich gerade alles im Magen um, aber ich mache es trotzdem. Ich nehme jetzt einfach mal hier eine Bildmarke und zwar die hier. So. Na, will er nicht? Zack, zack, zack. Komm her. Ja. Oh, jetzt habe ich gleich ganz viele. Also man sieht auch bei diesem Programm kann man Fehler machen. Ich muss immer hier. Aber zum Glück, ich fange jetzt einfach noch neu an. So, einmal drauf gedrückt. Ha, da ist es. Dann kann man sie jetzt zum Beispiel jetzt gleich größer machen, weil ich das so unheimlich toll finde, diesen tollen Truck in Schwarz. Den finde ich einfach super toll. Und jetzt sage ich, ich brauche unbedingt noch eine Schrift. Und da habe ich mir vorhin eine rausgesucht, die heißt Rock Salt. Es gibt aber auch irgendwie ganz, ganz viele andere. Wie man so sieht, das sind zum Beispiel jetzt alles Schriften, die was mit Handwriting, also mit Handschrift zu tun haben. Und da nehme ich jetzt... Na, wie komme ich hier wieder raus gerade? So, hier nehme ich mal Track, mache das mal hier hin und ich weiß, der Axel, der Profi, wir so, oh nein! Merzen. So schön gemacht und jetzt zeigt er sowas. Aber ja, einfach so kann man irgendwie ganz schnell, ganz kurz irgendwie mal was zusammen pfuschen. Und das kann auch ein bisschen Spaß machen, aber es hat auch ein paar Nachteile. Und darauf gehe ich dann auch gleich noch ein. Und deswegen macht es doch vielleicht mehr Sinn, sich zum Beispiel die Programme, die Axel vorhin genannt hat, oder sei es auch nur irgendwie Word oder sowas irgendwie zu nehmen. Weil, zwar habe ich jetzt hier ein wunderschönes Logo und kann noch die schönste Farbe ever, sagt irgendeine Farbe. Was ist eure Lieblingsfarbe? Gelb. Ach, gelb. Hier. So. Ist das nicht schön? Das beste Logo ever. Ich nehme so ein schmutzig Gelb. So, hier. Ist das nicht toll? Und ein bisschen heller noch. Das sieht noch wie... Oh, da will ich unbedingt essen. Und dann könnte ich das jetzt gleich exportieren, aber ich kann das nicht exportieren als eine besonders große Datei. Das heißt, ich kann es als Download Launch Large machen, als großes, aber das ist dann immer noch nicht so besonders, das seht ihr jetzt, glaube ich, ach, das seht ihr, sehr schön, als besonders großes Ding. Für die eine oder andere Drucksituation ist es vielleicht schon zu klein und es ist jetzt eine PNG-Datei, das heißt, ich kann die nicht großartig bearbeiten. Das ist ein Problem, wenn ich hier jetzt doch noch eine kleine Änderung machen will, weil wie vorhin der Axel es gemacht hat und hier bei dem Track, da will ich nochmal ein bisschen irgendwie was rumschieben, weil es so gleich ist wie das Zecker da oben. Pech gehabt. Deswegen diese Design-App.io kostenlos, super einfach, super schnell was zu machen, aber das Ergebnis, das ihr dabei bekommt, könnt ihr nicht so gut bearbeiten, als wenn ihr einfach in Word geht und damit rumspielt. Deswegen ist das quasi mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Und somit bin ich auch schon wieder mit meiner Design-App fertig.
Jetzt nochmal Frage an Axel. Drei kurze Tipps, die drei wichtigsten Sachen, die man beachten sollte, wenn man sagt, man braucht ein Logo. Ich würde sagen, am Anfang nicht zu viel wollen, einfach möglichst sich dann darauf fokussieren, dass man seinen Namen gut darstellt, auch nicht zu viel mischen an Stilen und an Schriften und an Farben. Damit habt ihr die größten Chancen, dass das dann sehr lang hält und gut ausbaufähig ist. Das war jetzt eins. Sollen wir noch was anderes? Ja, mach nochmal was Zweites. Beim Speichern muss man aufpassen, dass man da ein Vektorformat findet. Gerade jetzt bei dem Foodtruck wäre es wichtig, dass man das auch als Folienplot mal ausschneiden kann und drauf machen. Das könnten wir jetzt mit diesem PNG nicht machen, das da rauskam. Also Vektorformat, das sind SVG oder EPS oder PDF. Das wäre super, wenn ihr das damit speichern könnt. Dann könnt ihr das auch für alles verwenden. Sowohl für Website als auch für Drucksachen. Also nicht in Design-App. Wenn ihr es nur auf der Website braucht, funktioniert das wahrscheinlich ganz gut. Und Tipp Nummer 3? Tipp Nummer 3 wäre, anfangs oder generell auch bei Logos eher abstrakt zu bleiben, nicht zu viel Inhalte reinzupacken, sondern das als Zeichen zu benutzen, das ihr wirklich als Symbol auch benutzt, das für die Sachen steht, und dann die Sachen lieber in Fotos oder Texten dazu erklären. Also ich denke mal, das ist ein guter Punkt, weil einfach oft sich Sachen ja auch nochmal ändern können und man vielleicht doch ein bisschen was anderes damit macht. Und wenn man jetzt halt genau ein Logo hat, das genau nur dazu passt, ist dann schwierig, es wahrscheinlich sich mal irgendwie weiterzuentwickeln, oder? Ja, wenn ihr jetzt feststellt, ihr wollt noch einen Kiosk aufmachen und habt dann den Truck schon im Logo, dann braucht ihr da wieder ein anderes Logo dafür. Und wenn das auch back on track wäre, könnte man das dann, wäre das abstrakt genug, dass man das dann auch für den Kiosk benutzen könnte. Richtig. Okay, dann danke dazu. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Also ich hätte noch mal eine Frage, was ist denn ein wirklich gutes Logo? Also es ist eine doofe Frage, aber was zeichnet ein wirklich gutes Logo aus irgendwie? Ist es möglichst einfach oder möglichst prägnant? Ich weiß nicht, man sagt ja zum Beispiel mal als Beispiel, das Apple-Logo wäre so eines der besten, was es gibt, oder das, der Nike Swoosh oder sowas. Aber was sind wirklich die Sachen, prägnant gesagt, was die ein gutes Logo ausmachen? Also ich glaube, dass die besten Logos die sind, die am längsten halten, die man durchaus mal 40, 50 Jahre lang benutzen kann, die immer noch nicht alt aussehen nach der Zeit. Das ist eine Qualität, auf die ich auf jeden Fall viel Wert lege. Wenn es jetzt natürlich nur für ein Festival ein Logo ist, ist das nicht wichtig, weil dann kann man nächstes Jahr dann wieder ein neues Logo machen in den meisten Fällen. Aber man sieht es bei Firmen, die ihre Logos immer nur leicht überarbeiten, wie Coca-Cola das zum Beispiel gemacht hat. Die haben kaum Veränderungen und erhalten dann dieses Logo und es macht einfach alles mit von dieser Firma. Und es gibt andere Beispiele, gerade bei Airlines, die sehr lange gehalten haben, American Airlines oder die Lufthansa auch, die einfach Logos haben, die schon sehr alt sind, sehr gut funktionieren noch, die sehr vielseitig einsetzbar sind und damit Jahrzehnte überdauern und allenfalls minimale Anpassungen brauchen. Was mir da auch aufgefallen ist, wenn man sich Logos oft anschaut, die über viele, viele Jahre schon bestehen, dass die oft über die Jahre immer einfacher wurden. Also, dass wenn man sich auch zum Beispiel jetzt irgendwie Apple anschaut, die hatten dann teilweise noch Farben drin oder auch bei vielen anderen Sachen, dass es oft irgendwie komplizierte, gemalte Sachen waren oder sowas, und da wird es immer einfacher, immer einfacher, immer einfacher. Was, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun hat, habe ich mal gehört, dass einfach es leichter ist für den Körper oder für den Kopf, etwas zu erfassen, was einfach klarere Linien hat, und dann ich es halt auch im Vorbeigehen irgendwo vielleicht eher sehe, dass es so ein Aspekt ist. Das ist, wie siehst du das? Also generell tut man sich natürlich einfacher, wenn die Sachen gerade von der grafischen Komplexität sehr, sehr leicht sind, dass man die sehr einfach skalieren kann, die Logos dann auch mal mini-klein irgendwo abdrucken, und auch, dass man dann mit den Farben sehr vielseitig die Logos produzieren kann, die überall gleich aussehen. Das macht es sicher einfacher, wenn man da wenig Farben, wenig komplexe Formen drin hat, wenig Bestandteile in den Logos. Da geht sicher ein Trend dahin, wo sich viele entwickeln, aber es gibt auch gegenläufige Trends, wie zum Beispiel bei Automobilmarken,
die immer weiter Richtung 3D-Logos gegangen sind, die so metallisch dann aussahen. Ich glaube, dass jetzt Audi gerade umgestellt hat auf wieder ein einfarbiges Logo ohne Effekte drin, aber das war mal eine Zeit lang so, dass eigentlich alle Automarken auf Metallic 3D-Effekte gegangen sind. Die Mode, die Mode, die Mode. Gut, so viel dazu. Ich sag noch mal eine Sache kurz zu Think Big an sich. Also Think Big ist praktisch dafür da, wenn ihr eine Idee habt, euch zu unterstützen, die auch umzusetzen. Das habt ihr mit Fluchthelfer gemacht und ich glaube auch mit Fluchthelfer Upcycling. Ihr habt ja schon mehrere Projekte gemacht, soweit ich weiß. Und die sind weit wahrscheinlich mal Basic gewesen. Das heißt, ihr habt mal 400 Euro Unterstützung bekommen, vermute ich, oder? Ja, genau, jetzt sind wir gerade bei 1000. Ja. Genau, jetzt seid ihr bei Upgrade, das heißt, ihr kriegt 1000 Euro und auch nochmal mehr Coaching und sowas. Es gibt sogar noch eine dritte Förderstufe, da geht es dann um 5000 Euro und man sitzt richtig in so einem Inkubator drinnen und wird gepampert und unterstützt. Wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal auf think-big.org, da sind die ganzen Informationen dazu drauf. Es geht aber nicht nur ums Geld, um vor allem eben auch Coaching oder eben sogar auch inzwischen um einen Technikpool, den wir eben auch haben, den man sich holen, wo man sich Technik holen kann. Und Think Big selber ist praktisch ein Programm der Fundación Telefonica und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit O2. Und wir sind praktisch die Think Big Digitalwerkstatt und wir sind praktisch das digitale Supportsystem von Think Big. So, jetzt wisst ihr nochmal genau, worum es eigentlich hier geht. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Nee, danke. Also, letzte Worte, denn wenn es soweit ist, dann vielen Dank. Also, war wirklich super. Schade, dass wir nur so kurz Zeit hatten jetzt. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ja danke auch für das schöne Projekt, das wir dann hatten als Beispiel. Ja, das freut mich, dass es euch gefallen hat. Ja, und vielen Dank an Axel, der uns auch schon kürzlich bei einem Kickoff-Treffen auch für Think Big beraten hat und finde ich das sehr schön verständlich rübergebracht hat. Vielen Dank hierzu und es geht in einem Monat weiter am 15.06. mit dem Thema Livestreaming. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und da sehen, wie man sowas noch besser machen kann. Da werde ich den Matthias Kamps fragen, wie macht man sowas am besten und mir Tipps abholen und damit sind wir raus und ja, war echt ganz schön und ich habe was gelernt, ich hoffe ihr auch. Also, wie gesagt, in ungefähr 3 Wochen geht's weiter. Auf bald!